Saisonabschluss der Handball-Bundesliga und der THW Kiel begeistert seine Fans noch einmal in der ausverkauften Sparkassen-Arena. Fulminant starten die Zebras in die Partie und liegen schnell mit 4 Toren vorn. Die Gäste aus Stuttgart aber halten dagegen und gehen in der 17. Minute sogar in Führung. Trainer Alfred Gislason umgehend mit einer Auszeit. Danach hat der THW Kiel das Heft wieder klar in der Hand. Halbzeitstand 16:11. Also leicht war das auf keinen Fall. Ich glaube, die Stuttgarter, die wollten nochmal alles reinhauen und vor so einer geilen Kulisse zu spielen, beflügelt halt auch manchmal und es war ja auch zwischendurch mal ein enges Spiel und von daher einfach war es nicht, wir mussten schon dagegen halten. Ich glaube, wenn man auf dem Spielfeld tretet, dann möchte man gewinnen. Keiner geht auf den Feld und denkt, okay, jetzt heute mache ich langsam. Ich glaube, die haben alles gegeben und THW ist halt eine große Mannschaft. Auch wenn man heute ein bisschen mehr mit der zweiten Mannschaft spielt, die wie ich weniger gespielt haben, sind wir trotzdem gute Spieler und wir können Handball spielen und das war deswegen vielleicht, dass es aussah, dass es so einfach war. Bei seinem Abschiedsspiel im Zebra-Dress zeigte Katze Nikolas Katsinianis noch einmal all seine Klasse und sicherte nicht zuletzt mit 2 gehaltenen 7 Metern den Kielern den Sieg. Ja, du hast recht, das war eine ziemliche Achterbahnfahrt diese Saison. Wir haben so viele gute Spiele geliefert, haben aber auch teilweise nicht so konstant gut gespielt. Das war leider schade. Was diesen Verein ausmacht, glaube ich, ist, dass du hier einmal für jeden Spiel 20.000 Leute hast, dass diese Stadt den Handball einfach lebt in jeder Ecke. Der unbedingte Siegeswille, also das ist was ich für meine Zukunft mitnehmen werde, dass man einfach nicht akzeptieren kann, dass man verliert. Und das sollte sich jeder Verein schon eine Scheibe von abschneiden. In der 50. Minute leitet Dominik Klein mit seinem letzten Pflichtspieltreffer für die Zebras den Schlussakkord einer bewegten Saison ein. Endstand in der Sparkassenarena 32:23. Nach dem Spiel wurde es hochemotional. Für Igor Anic, Juan Canellas, Rogerio Morales Ferreira, Thorsten Jansen, Nikolas Katsinianis, Ernend Marmelund und Dominik Plaue hieß es, Abschied zu nehmen und Danke zu sagen. Ich bin dem Verein, den Fans, der Mannschaft dankbar, dass sie mich so aufgenommen haben, dass ich das miterleben durfte alles. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und viel Erfolg nächstes Jahr. Dankeschön für alles und wir sehen uns am 16.07. Ich freue mich auf die Heimat. Dankeschön. Tschüss. Ich und die Mannschaft möchten uns auch bedanken für eine richtig tolle Unterstützung in diesem Jahr. Dann ging es raus vor die Sparkassenarena auf den Europaplatz, um bei schönstem Sonnenschein zu feiern. Die Abschlussparty der Saison 2015-2016.